Servus, liebe Freunde. Hallihallo, herzlich willkommen hier wieder zurück zu Production Line. In der letzten Folge haben wir uns schuldenfrei gemacht, haben Gas gegeben, damit wir hier ein paar Autos verkaufen können. Jetzt gucken wir uns die ganze Preisgeschichte noch einmal an. Wir haben dann noch so ein paar Sachen, wo wir noch ein bisschen feinschrauben, also fein nachjustieren können. So, hier haben wir soweit schon. Hier gehen wir auch mal auf kurz über 70. 65, ja, da können wir auch mal kurz über 70 gehen. 64, da haben wir auch ein bisschen wenig gewinnen. Aber wir haben nur noch Autos um die 70.000 Euro, ne? Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Aber ist ja gut für uns, da kommt wenigstens ein bisschen Geld rein. So, Kredit verfügbar, denke ich, werden wir erstmal nicht mehr brauchen. Wir sollten uns so ein bisschen hier aufs Marketing konzentrieren. Hier können wir mal die nächste Kampagne noch starten. Was ist das? Aktiviere die automatische Wiederholung der Kampagne, solange genug Geld und Ideen da sind. Ja gut, das schauen wir mal. So, jetzt brauchen wir natürlich noch Ideen. Hoppla. Ideen. Das heißt, wir müssten eigentlich noch ein bisschen Marketing aufbauen. Da sollten wir vielleicht dann doch noch mal ein bisschen reinhauen. Das kostet die 50.000. Dann machen wir Marketing mal voll hier. So, und damit wir das auch alles gedeckelt bekommen, bauen wir noch ein Kraftwerk auf. Nicht, dass uns die Energie auf einmal ausgeht. So, dann kommt man mal zu sicher gleich. Halt. Noch ein Kraftwerk rein. Das passt schön da hinten in die Ecke noch. So, damit sind wir erstmal wieder ausgestattet. Und die Autos verkaufen sich wie warme Semmeln im Moment. Das ist gut. Wir haben nur noch ein Auto im Fuhrpark. Sehr schön. Sehr schön. Also das läuft. Wir gucken die Preise nochmal an. 13,5. Okay. So, was haben wir hier? Aluminiumkarosserie. Das ist der Basic. Ja, aber trotzdem überlege ich gerade. Einklappbare Außenspiegel können wir schon mit reinpacken. Aber das macht 400 Euro aus. Bremsassistent ist ja schon fast serienmäßig. Elektrische Sitze, ja, das geht. So, jetzt gucken wir uns den Mountaintop nochmal an. Da müsste eigentlich ja alles drin sein. Sonntag ist selten. Gewöhnlich, okay. Elektrische Fensterheber auch gewöhnlich. Oh, großer Akkupack. Brauchen wir den? Was haben wir für einen Motor drin? Machen wir den Akkupack mit rein. Kann nicht schaden. Macht das Auto wieder etwas besser und wir können das Auto noch ein bisschen teurer verkaufen. So, gehen wir mal auf 80, das ist okay. Der kleine Minivan, Hybridantrieb, sehr schön. Da packen wir natürlich auch den großen Akkupack rein. Das ist gut. Solaris Top hat auch einen Hybrid. Der könnte eigentlich auch den großen Akkupack mit einsetzen. So, dann gucken wir mal, ob die sich so verkaufen, die Autos. Ich bin mal gespannt. So, wir kommen ganz gut voran. Bei den Erfolgen sieht es auch schon einigermaßen gut aus. Also hier mit Marketing, das geht. Stromüberfluss 62%. Da müssen wir noch ein bisschen eine Schippe drauflegen. Stoßstangenproduktion 81%. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Mehr als 1000 Angestellte. Oh Gott, wir brauchen noch 430 Angestellte. Ich weiß noch nicht so ganz, wohin. Das ist natürlich heftig, ne? So, was ist das? Kunden. Die Marke ist entscheidend. Ein Bekanntheitsgrad der Marke von 75%. Ach, lieber Gott. Wo sind wir denn da? Ich habe gerade gar keine Ahnung. Wie ist die Auslastung? 37%. Das ist natürlich nicht so gut. Das ist nicht so gut. Wir müssten die Auslastung noch hochschrauben. Ich bin nur gerade überlegen, mit welcher Station wir das erreichen. Also hier, das läuft ganz okay. Ich glaube, das müsste man eigentlich auch noch irgendwie versuchen zu bessern. Das geht gar nicht. Mal gucken, welcher Bereich geht da am schnellsten und welcher dauert am längsten. Das geht. Ne, ich will nicht das Auto mehr angucken. Ich will die Produktion sehen. 2 Minuten. 1,48. 1,35. Das geht eigentlich.
Das heißt, vor der Achse montieren könnten wir noch einen zweiten Slot machen. Oder wir würden alles noch auf den zweiten Slot legen. Also sprich, Vorderachse, Hinterachse und Kardanwelle. Vorderachse, Hinterachse, Kardanwelle. Mal gucken, ob wir das so hinkriegen. Wenn wir sagen, wir bauen da hier nochmal eins neben dran. Vorderachse, Hinterachse, Kardanwelle. So, dann könnten wir hier, haben wir noch das Fahrwerk. Dann könnten wir das hier noch mit reinsetzen. Und würden das einfach dann hier noch mit dazu packen. Da müssen wir dann nur gucken, wie wir die Reihe am besten hinkriegen. Förderband. So, so müsste das gehen. Weil dann müssten die eigentlich jetzt auch gut arbeiten können. So, mal schauen, ob wir das dort hinkriegen. Kardanwelle ist alles da, das Zeug. Fehlende Aufwertung. Die müssen wir natürlich noch optimieren. So, das haben wir. Warte auf Ressourcen, da müssen wir gleich schauen. Alle Slots upgraden. So, da haben wir alles. Da haben wir auch alles. Und da haben wir auch alles. Gut. So, und hier haben wir jetzt genug. Und hier, der wartet irgendwie auf Ressourcen. Was fehlt dem? Fahrwerk. Das heißt, wir bräuchten eigentlich nur einen Ressourcenimporteur oder einen, der uns dann noch schneller Teile bestätigt. Wir brauchen den Luftfederbalg. Ist die Frage, ob wir den selber produzieren könnten. Aber ich glaube nicht. Das heißt, wir müssten gucken, dass wir mit dem Import noch ein bisschen vorankommen. Das ist die Frage, ob wir irgendwo hier unten noch einen Ressourcenimport hätten oder generell noch einen frei hätten. Da müssen wir mal schauen. Da ist einer. Das ist Export. Schauen wir mal, irgendwo noch einen Ressourcenimport. Da haben wir drei Stück, die sind schon dran. Sind schon angeschlossen. Ich glaube, Ressourcenimporteure haben wir alle, ne? Alles schon im Einsatz. Ja, und wir haben gleich kein Geld mehr. Oh. Nö. Was ist los? Na gut, wir haben jetzt viel investiert im Moment, ne? Wir haben jetzt viel investiert. Das heißt, wir müssen jetzt natürlich gucken. Im Moment ist hier so ein bisschen eine Flaute, weil die Autos nicht nachkommen. Aber gut, das dauert jetzt einen Moment, bis die Produktion im Prinzip jetzt erstmal wieder in Schwung kommt, sozusagen. Aber im Moment hält sie es noch in Grenzen. So, hier haben wir jetzt ein bisschen mehr Betrieb. Das ist schon mal gut. Dass wir da einfach ein bisschen vorankommen. Um auch die Produktion ein bisschen mehr auszulasten. Ich glaube, das ist schon wichtig. Und da haben wir jetzt zwei Exporte. Das ist gut. Da kriegen wir auch ein bisschen Geld rein. Was ist da? Visueller Check, Aufwertung. Ah. Alle upgraden. Dann geht das nämlich auch noch ein bisschen schneller und besser. Abgasuntersuchung ist klar. Visueller Check, den haben wir. So, müssen wir da noch was aufwerten? Ne, können wir nicht. Müssen wir gerade durchgucken, ob wir überall die Aufwertungen alle drin haben. Das ist nämlich so ein bisschen das Thema. Da muss man ab und zu immer mal reinschauen. Wir haben jetzt noch 14 Euro. Oh oh. Und das heißt, jetzt steht alles still, weil wir kein Geld mehr haben? Oder wie läuft das? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, die Produktion steht dann still, ne? Wenn wir kein Geld haben. Oi oi. Da müssen wir natürlich jetzt schauen, dass wir hier in die Puschen kommen. So, nehmen wir einen Kredit auf. Ja, nehmen wir einen Kredit auf, dann läuft es zumindest weiter. Wir gucken gerade nochmal nach den Fahrzeugpreisen. Stehen da eigentlich ganz gut. Wir müssen jetzt nur gucken, dass wir ein bisschen die Produktion hier wieder ankurbeln.
So, Marketing, da fehlen uns noch ein paar Ideen. Da fehlen uns noch Ideen. 67 Ideen haben wir erst. Das ist natürlich wenig, ne? So, das heißt, wartet auf Ressourcen, wartet auf Ressourcen. Das ist immer blöd, wenn die Leute auf Ressourcen warten. Das ist ganz schlecht. Wartet auf Ressourcen. Was fehlt da? Achse. Können wir die Achse nicht fertigen? Achse fertigen. Bauen wir direkt hier rein. Ressourcenförderband ist drin. Gut. Ich denke, das ist am einfachsten. So. Früher Bestandsverbrauch kaufen. Das dauert zwar ein bisschen, aber ich denke, das kriegen wir hin. Einfuhren nur lokal. Bevorzugt lokal machen wir mal. Ich glaube, das ist besser. Genau. So, damit müssten wir auf alle Fälle mit der Achsfertigung noch ein bisschen was erreichen. Damit es da ein bisschen schneller geht. So, hier wartet er auf großer Akkupack. Großer Akkupack, erweiterte Fertigung. Können wir da was machen? Ne, wir haben nur die Sensoren. Das heißt, Akkupack fertigen, können wir das selber? Akkupack. Den großen Akkupack fertigen. Glasverarbeitung. Beschleunigt Verkäufer. Was haben wir hier? Schnelle Ressourcenimporter. Polierter Lack, Versand, Innenraumbeleuchtung, schneller Motor. So, da müssen wir auf Technologien, glaube ich, gehen hier, ne? Waren wir gerade in der falschen Abteilung? Großer Akkupack. Okay. Ne, das können wir leider nicht selber produzieren. Aber wir könnten höchstens gucken, ob wir andere Sachen dafür produzieren. Damit wir da sozusagen das ein bisschen entlasten. Denn ihr seht, es geht ja tonnenweise Zeugs rein und raus. Mal gucken, was geht da so rein. Müssen wir uns jetzt mal hier anschauen. Der reine Stahlimport ist klar. Türenproduktion zum Beispiel. Scheiben montieren. Scheiben werden auch immer wieder noch gefragt, ne? Dann hauen wir da noch eine Scheibenfertigung rein. Dann hauen wir da doch noch eine Scheibenfertigung rein. So, Aufwertung. Machen wir gleich alle. Weil je weniger Scheiben importiert werden müssen, umso mehr können die andere Sachen importieren. Das ist halt auch ein guter Vorteil. So, was wird noch oft gebraucht? Dieser Balk, aber den können wir noch nicht selber produzieren. Das ist doof. Da können wir generell nicht selber produzieren, das weiß ich jetzt nicht. Stahlplatten ist klar, Glas ist klar. So, was ist da noch? Das ist, glaube ich, die Motorhaube. Das ist das Dach. Dachfertigung. Dachfertigung. Die rotieren wir mal und packen die am besten. Das Dach braucht hier. Hier muss das Dach doch hin. Da muss das Dach doch hin. Können wir vielleicht hier die Dachfertigung reinsetzen? Natürlich auch alle Aufwertungen machen. So. Weil dann geht das auch relativ schnell. Und ich denke, da muss der Ressourcenimporteur auch ein bisschen weniger arbeiten. Das ist, wenn man halt einfach, sagen wir mal, die Ressourcen, hier wird auf Türen gewartet zum Beispiel. Das heißt, wir können auch noch eine Türverkleidung fertigen. Das machen wir am besten hier oben rein. So. Noch schnellere Ressourcenimporte, das klingt gut. So, Einfuhren. Die werden wir natürlich alle kaufen. So, 7 Minuten 43, das ist okay. Und je mehr wir, wie gesagt, selber fertigen, umso weniger muss im Prinzip importiert werden. Das ist das Problem. Oder die Idee dahinter, die ich habe. So, weil je mehr wir selber herstellen, umso besser ist es. Autos laufen gut. Gerade mal gucken, ich glaube, die laufen fast zu gut. Da können wir sogar noch mal überall so ein Schüppchen drauflegen. Wir haben keine Autos hier drin. Na, machen wir mal bei jedem Modell nochmal 500 Euro Gewinn drauf. Oh, das sieht nicht gut aus. Den haben wir ganz vergessen. Den müssen wir natürlich noch hochpushen. Klar, der wird uns dann aus der Hand gerissen. Hier der auch.
Oh, da ist natürlich gar nicht gut. Wir lassen mal hier weiterlaufen. 25 Dollar Gewinn. Jawohl. Dafür verkaufen wir doch kein Auto für sowas. So, der hat auch nur noch 3000. Da zwischen 9 und 10.000 Euro Gewinn müssen wir schon haben. Ansonsten kommen wir ja nicht voran. So, dann gehen wir auch noch mal ein bisschen hoch. So, ich denke, das ist gut. So, dann sollte jetzt auch langsam ein bisschen mehr Geld reinkommen, hoffe ich. Mal 3,3 Millionen haben wir ja noch. Der Kredit sind noch 4,4. Da müssen wir halt immer so viel bezahlen, ne? Aber das war jetzt nochmal notwendig. Marketingkampagnen. Wir können eine neue Marketingkampagne starten in den Social Medias. So, jetzt müssen wir mal gucken, was machen wir jetzt als nächstes. 38 bis 75%, das ist natürlich geil, ne? Markenbekanntheitskampagne Kino. Oh, 900.000 geht, aber 240 Ideen. Das wäre natürlich krass, ne? Wenn wir sowas mal starten könnten. Aber ansonsten brauchen wir im Moment keine Kampagnen machen, weil wir verdienen im Moment richtig Geld. Das ist gut. Wir könnten höchstens nochmal so eine kleine Kampagne starten hier. So, um einfach den Markenbekanntheitsgrad noch so ein bisschen zu erhöhen. Ich würde sagen, die lassen wir auch permanent laufen. 29% Effektivität und ich denke mal, das ist okay. Man sieht ja auch hier zusätzliches Einkommen 500.000, obwohl wir nur 400.000 für Werbung ausgeben. Das ist auch sehr gut. Also das lohnt sich. Das lohnt sich definitiv. So, mal gucken, was muss hier noch oder was wird hier noch so importiert. Hauptsächlich Grundfarbe und Lacke, aber die können wir nicht machen. Stahl auch nicht. Okay, das sieht gut aus. Da werden auch noch Scheiben. Oh, was ist das für ein Teil? Mal gucken, ob irgendwo noch was steht. Wartet auf Ressourcen. Alle Slots upgraden. Jawohl. Gut. Sind wir da auch schon wieder ein bisschen weiter? Ja, der Akkupack ist immer so ein Thema, ne? Wir müssten mal gucken, ob wir vielleicht ein kleines Lager für einen Akkupack machen. Dass wir da immer noch ein bisschen was im Petto haben. So. Gegenstand hinzufügen. Der große Akkupack wird hier immer gefragt, ne? Elektromotor, nein. Oder was zählt das? Ist jetzt die große Frage. Kotflügel müssten wir auch nochmal reingucken. Ich glaube, da können wir auch noch was machen. Das sind die Antriebe. Wo sind die Akkupacks? Vom Slot kopieren. So, wie heißt der Slot? Tankmontage. Oder wo ist das? Moment. Tankmontage, die brauchen das. Tankmontage, Tankmontage, Tankmontage. Schauen wir mal. Tank montieren. So, den Tank brauchen wir nicht. Und die Akkupacks, ja, die würde ich sagen, die setzen wir mit rein. Wie viel können wir reinpacken? Und drei. Ich denke, das ist okay. So, dann haben wir zumindest da die Produktion auch ein bisschen beschleunigt. Und ich glaube, wir können unsere Autos noch ein bisschen teurer machen. Weil im Moment verkaufen sie sich Bombe. Natürlich auch durch unsere Marketingkampagnen, klar, aber das werden wir auch brauchen. Gehen wir überall so um die 14.000 in den Gewinn. Dass wir da noch ein bisschen Plus holen. Das sieht soweit schon mal ganz gut aus, weil wir brauchen schon noch ein bisschen mehr Gewinn, damit wir einfach hier vorankommen. Und wie sich das Ganze entwickelt und ob sich irgendwo wieder staut. Jetzt haben wir schon wieder Türverkleidung. Ich habe doch hier eine Türverkleidung in der Fertigung. Ich glaube, da müssen wir noch eine bauen. Das gucken wir uns in der nächsten Folge nochmal an. Und in dem Sinn sage ich für heute erstmal danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus und tschüss.